Hallo, meine Lieben. Also, ich habe mir Magneten bestellt. So einen ganzen Haufen, das sind 10 Stück. Und ja, die habe ich mir im Internet bestellt. Und ich wollte heute mit euch einmal unsere Schnuller bearbeiten. Und zwar habe ich schon zwei Exemplare gerade gemacht. Das sind diese beiden hier. Ja, und so werden wir sie bearbeiten. Halt, dass wir den Nuckel wegschneiden und dann die Magneten dort festkleben. Ja. Die beiden passen auch schon perfekt an Lennox One. Das können wir gleich einmal zeigen. Und ja, jetzt geht es um diesen Schnuller. Das heißt, der Partner von diesem Schnuller. Also es geht um diesen Schnuller hier. So, da werden wir jetzt diesen Nuckel abschneiden hier. So. So. Und dann müssen wir das Feine noch mit einem Messer jetzt abmachen. Damit das eine gerade Fläche ist. Eben damit der Magnet nicht so viel absteht vom Kind und halt das ist der Schnuller ja nachher so 5 cm vom Kind weg und das ist natürlich nicht so schön. Ja, jetzt ist das hier ganz gerade und jetzt haben wir unsere Heißklebepistole hier. Die ist schon ganz heiß. Und jetzt müssen wir erstmal einen Magneten nehmen. Dann nehmen wir jetzt einmal von diesem großen Haufen einen runter. So. Jetzt müssen wir ausprobieren, wie der ans Kind passt einmal. So. Das heißt, so. Jetzt nehmen wir die Heißklebepistole. Nehmen die Schnulli und machen so einen kleinen Klecks drauf. So, nur so einen ganz kleinen, weil sonst habt ihr nachher zu viel und dann klebt das alles da ganz komisch fest. So, und dann müsst ihr den Magneten natürlich mit der Seite, die euer Baby annimmt, nach oben. Und dann schön festdrücken. Möglichst gerade, damit das wirklich nicht so schief ist am Kind und möglichst weit runter. Und ja, wenn der Kleber ein bisschen trocken ist, dann könnt ihr so ein bisschen runterdrücken, den Kleber, damit das auch schön gerade aussieht. So. Und dann ist es auch schon fertig. Jetzt. So, hier sind die beiden Schnuller, die wir eben gemacht haben. Und wir werden die jetzt, ich zeige euch die einmal. Also, das ist zum Beispiel der rote hier. Der klappt gut und der grüne auch. Ja, und jetzt kommt es natürlich zu diesem hier. Und der hängt auch ganz gut. Schick. Gut, und das war's auch schon, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, alles in die Kommentare. Videovorschläge auch immer alles in die Kommentare. Ich sage danke zu meinem Kameramann. Und ja, bis zum nächsten Mal.